Servus, grüß euch. Ich bin der Marco Altenspiel vom Red Bull Skydive Team und ich stehe jetzt gerade am Start von der Streif. Also der Plan für morgen schaut dann so aus, dass wir mit unseren Wingsuits und Highspeed-Schirmen aus dem Hubschrauber springen und dann eine Track-Preview machen und die Streif mit Wingsuit und Schirm abfliegen werden. Das wird mega. Wir machen heute noch Location-Check, schauen uns nochmal alles genau an, von den Kamerapositionen und wie wir es genau fliegen. Im Endeffekt zwischen dem Schüler, ja, und der Energy Station. Aha. Dann ab und zu über den Wald, gerade ja, drüber. Ja, jetzt hoffen wir im Endeffekt einfach nur, dass morgen anders Wetter ist wie heute, weil es hat über die Nacht, glaube ich, was nicht 30 Cent hergehauen. Der KSC ist halt voll am Einhackeln gerade, dass die Pisten und die ganzen Bedingungen einfach wieder top hinbringen. Das Wetter ist mega. Schaut gut aus, ja? Ja, voll. Macht es natürlich gleich noch ein bisschen frischer. Aber ja, es ist halt Winter, ne? Finally. Es ist so kalt, der Nebel hat überhaupt gar keine Chance. Genau, also wir bereiten jetzt alles schon, also fahren jetzt direkt hin. Wir sind in 10 Minuten gut. Alles nach Plan, wie immer, ne? Peter, hast du deinen Funk schon eingebaut? Und dann die Wärmflaschen noch da reinlegen. Dann passt es. Bis auf die minus 1000 Grad, was sonst. Ist alles top. GoPro. Das ist gar nicht so leicht jetzt. An! Bei den Wingsuit-Parts kommen wir, schätze ich mal, so mit 250 km/h an. Von 2 Meter über dem Boden bis 10 Meter über dem Boden ist eigentlich alles dabei. Geil! War fett, glaube ich, oder? Ja. Ah ja, den Mythos-Streif, den kriegt man natürlich als Kind mit, als Österreicher. Das ist ja ein unbeschreibliches Gefühl, dass man da endlich mal nach langem Planen und nach langem Warten die Möglichkeit bekommt, runterzufliegen. Ja, was geht's? Nervenaufreibend, ich glaube genau so wie für die Athleten, die mit den Skiern runterfahren. Aber schlussendlich, wenn man dann unten im Ziel steht, unglaubliches Gefühl, dass man das jetzt endlich machen hat dürfen und auch so performt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Die Shots, was ich gesehen habe bis jetzt, waren ziemlich sexy. Alter, jetzt war es mega fett. Ja, geil. Mega fett. We are done. Jetzt schaut euch an, wie es gelaufen ist.
something in the air, right?